Du Martin, ja. Wir haben heuer ein 125-jähriges Jubiläum. Das haben wir nicht wirklich feiern können. Aber was war denn zum Beispiel heuer für dich etwas wirklich Schönes, was du erlebt hast, firmenmäßig? Unsere wunderbare Kochshow. Ja, da war gut. Da waren wir richtig gut. Das glaube ich auch. Warum waren wir da gut? Wir waren authentisch. Ah, das ist schön, ja. Nein, da haben wir echt mit der Kochshow, mit Mostviertel TV, eine Chance gehabt, dass wir mal so tun, als ob man etwas kennt. Und du kannst extrem gut kochen und ich kann extrem gut blöd reden. Und in diesem Sinne war das ein Top-Kombi. Ying und Yang. Für uns persönlich ein Highlight war, glaube ich, auch, dass der Herr Schubert der Ehrennadel des Rathauses der Stadt St. Pölten gekriegt hat. Das hat uns gefallen. Er hat sich gefreut. Damit haben wir uns gefreut. Das ist eine schöne Sache. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, für mich persönlich war mein Highlight die Kinderspielstadt, wo wir unseren Beruf als Vermesser wirklich herzeigen haben können. Knapp 1500 Kindern, die dort Sachen gesehen haben, das war echt ein Highlight im September. Trotz Corona haben wir das durchziehen können mit vielen, vielen anderen Firmen gemeinsam. Das war eine super Sache. Hoffen wir, dass da vielleicht einige von den Kindern irgendwann auf die Idee kommen, das Vermesser lernen. Das wäre ja super, oder? Das wäre gut. Das wäre ganz gut. Du, aber bei der ganzen Garde, haben wir eigentlich was gearbeitet auch, oder haben wir da eh nicht so viel? Wir haben sehr viel gearbeitet, ja. Und was besonders lässig war, wir haben unser Mobile Mapping System, das Pegasus System, heuer ein bisschen zum Laufen gebracht. Ja, was heißt zum Laufen? Ja, wir haben einige Autobahnkilometer aufgenommen. Wieso? Ja, für diverse Projektpartner in Oberösterreich und im Burgenland und auch in Niederösterreich und in Wien haben wir immer wieder Aufnahmen gemacht. Was sind wir, glaube ich, fast 100 Kilometer. Ja, aber da hat es doch, glaube ich, auch irgendein Event gegeben bei uns in der Firma, so eine Art Tag der offenen Tür, da haben wir das vorgestellt, oder? Genau so ist es, ja. Das war im Oktober, da waren sehr viele Besucher bei uns im Haus und da haben wir das ein bisschen erzählt. Auch Fußballwelt schon mal gespielt? Ja, darüber reden wir lieber nicht so viel. Ja. Da haben wir gegen das Magistrat St. Pölten gespielt und die erste Halbzeit war eine Katastrophe. Ja, stimmt, ja. Da haben wir zwei noch gespielt. Muss ich dazu sagen, in der zweiten haben wir nicht mehr gespielt, dann hat sich das Blatt gewendet. Aber apropos Sport, du hast heuer etwas voll Cooles gemacht. Du hast, glaube ich, mit den Basketballern vom SKN eine Kooperation gemacht und die ist, glaube ich, gut angekommen. Wir haben ein recht lässiges Video mit den Basketballern gemacht, ja, und laufen jetzt in vielen Kinos in Niederösterreich als Vorspann zum James Bond zum Beispiel. Okay. We are one. Wir sind kein St. Pölten. Das taugt mir total. Ja, im Endeffekt, das braucht man eigentlich nur mehr auf schöne Weihnachten anprosten. Ich tue am Laufen was, die bewiesen was trinken. Vor Laufe der Kamera muss man immer was trinken, sage ich. Und einfach allen Mitarbeitern, allen Kunden, allen Partnern, allen Freunden des Unternehmens, alle, was mit der Firma Vermessung Schubert verbunden sind, einfach ein schönes Fest. Schöne Feiertage und einen guten Rutsch und auf gute Zusammenarbeit auch im nächsten Jahr, hoffentlich. Prost! Prost! Zum Wohl!